Have fun, hier ist der Aboram und ich bin mal wieder hier unterwegs in Hogwarts Legacy und ich habe gerade Eulenpost erhalten und es gibt auch mit Sicherheit eine gleiche Mission, aber das werden wir dann gleich sehen. Kommen Sie zu mir, ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Okay. Eine Eulenpost, hübsch. So, spreche mit Professor Fig, das war eine Primärmission. Das Geheimnis des Medaillons, das war auch hier schon der Titel. Und ich tippe mal gekreuzte Stäbe oder andere Sidequests werde ich dann, also Sekundärmissionen, werde ich mir nochmal in Ruhe antun. Gucken wir nochmal, was in den Sammlungen dazu gekommen ist. Nennt neue Brille. Okay. Na dann. Machen wir uns auf den Weg. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle trugen Rüstungen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Ranrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Serona und die Gäste im Dreibesen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. So, Sir, zu den Kobolden in Gringotts. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Na dann, Remrock und Rookrock wollen das mal sehen. Sie wollen das Medaillon. Professor, Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt. Ja.
Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Gehen wir? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in einer Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Okay, also diese Hauptmission haben wir abgeschlossen und diese Hauptmission, also diese Primärquest, führte zu einem Auftrag, würde ich sagen, weil wir haben jetzt ja die Aufgabe, uns bei Herrn Professor Hackett zu melden und unsere Verteidigungszauber auszuarbeiten. So, Professor Fick. Als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unerfreulichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmlingen an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nicholas Black, Schulleiter. Wir haben hier nur einen Brief gefunden und unsere Aufgabe sitzt etwas tiefer. Ich gehe noch mal kurz in das Auftragsmenü hinein. Und wie schon richtig gesehen, ist es tatsächlich eine Aufgabe und da sollen wir Incendio lernen. Na gut, okay. Also gleich geht's los. Vielen Dank noch fürs Zuschauen. Have fun, neue Abo haben. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.